Herzlich willkommen zu dem Tutorial Zeichnen mit Canvas und JavaScript. Mein Name ist Frederik Weitz und in dieser Folge möchte ich euch zwei weitere globale Variablen für die Canvas zeigen. Das ist einmal Line Width, das bezeichnet die Breite von dem Strich, den ich auf den Bildschirm bringe. Da wird ein numerischer Wert übergeben und das andere ist Line Cap und da übergebe ich drei mögliche Strings, nämlich einmal Butt, Round und Square, und die bezeichnen die Endungen von einer Linie. So, das zeigt man aber am besten. So, und wir gehen gleich mal hier rein und setzen einen Pfad mit Begin Path. Dann machen wir einen Move to, und dann gehen wir mal auf 2020 und ein Red Line to, und da gehen wir auf 20 und 220. So, jetzt mache ich ein Red.stroke, so, und Cloth Path. So. Ich habe euch in den letzten Videos immer mal wieder gezeigt, dass man das Spread.stroke auch außerhalb von dem Close Path machen kann. Ich zeige euch nachher nochmal, warum das hier in diesem Fall nicht so günstig ist. Und man am besten, wenn man einen Pfad zeichnet, den doch das Stroke vor dem Close Path setzt. Für die Farbe macht das keinen Unterschied, aber für die Linienendungen. So. Und deshalb bitte immer das Spread.stroke, also das Zeichnen der Linie, innerhalb von Begin Path und Close Path hineinsetzen. So, aber wir haben jetzt erstmal hier unsere Linie gezeichnet und das soll uns am Anfang auch erstmal reichen zu Demonstrationszwecken. Wir haben hier eine Linie, die von oben nach unten geht. So, die möchte ich jetzt breiter haben und dafür verwende ich den Befehl LineWidth und den setze ich jetzt mal auf 10. Und wenn ich mir das Ganze anzeigen lasse, dann ist das wesentlich dicker geworden. Ja, so. Das ist eine schicke Sache. So, für das nächste möchte ich euch jetzt ein bisschen die ganzen Sachen umändern. Stroke Style setze ich mal auf die Farbe Peru und Spread.GlobalAlpha, also die Transparenz setze ich auf 50%. Warum mache ich das? Weil ich mir hier vorne jetzt eine Linie zur Demonstration mit hineinnehme. Punkt Begin Path. Dann und so, keine Angst, also ich zeige euch das jetzt nochmal gleich, warum und wie das aussieht. Ihr werdet das im Laufe des Videos auch verstehen. Line to und dann 200,20 Stroke und Close Path. So, und dem Ganzen gebe ich jetzt noch eine andere Farbe mit, nämlich ein Stroke Style ist gleich, machen wir mal Blue, damit es ein bisschen auffälliger ist. So, und wenn ich das Ganze mir jetzt anzeigen lasse, dann sieht das so aus. So, und ihr seht jetzt, dass diese Linie, also meine braune Linie, meine dicke braune Linie, die schneidet ganz am oberen Ende, schneidet die blaue Linie. Und die blaue Linie, ja, die hat jetzt auch eine andere Transparenz, als ich haben wollte. Das müssen wir vielleicht nochmal ändern. Red Punkt. Global Alpha.
Alpha gleich 1. Warum auch immer das jetzt ist. Nee, offensichtlich war das Blau doch richtig, das ist halt bloß ein bisschen abdünn so. Die Linie, die blaue Linie, das ist jetzt meine Hilfslinie. Und hier sehen wir hier oben, schneidet die genau an dem Rand den meine dicke braune Linie, an der ich jetzt auch die Linienendungen vorführen möchte. So. Jetzt habe ich hier unten dieses Zeichnen der Linie, das habe ich hier mir abgespeichert. Das Ganze kopiere ich mir jetzt. Na, komm her. Offensichtlich will er das nicht so machen, wie ich das haben will. Und jetzt setze ich die einfach nochmal weiter nach rechts. Nicht zu weit auseinander, damit man das noch gut vergleichen kann. Und jetzt habe ich dreimal dieselbe Linie gezeichnet. Das Ganze sieht dann so aus. Es hat sich also noch nichts verändert. Das möchte ich euch jetzt zeigen. So, jetzt kommt dieser Befehl LineCap. So. Und der ist am Anfang, hat er einen bestimmten Wert. Den verändere ich jetzt gleich mal für das erste. Da mache ich jetzt nämlich ein Round. Upsala. So, den übergebe ich Round. Und jetzt seht ihr, sind alle drei Linien haben einen Halbkreis. Der Halbkreis wird genau um den Endpunkt der Linie gezogen und der Durchmesser beträgt 10 Pixel, also der Radius 5 Pixel und damit das genau eben auf die Linie drauf passt, die 10 Pixel breit ist. So, das ist das Erste, was ich euch zeigen wollte. So, als Zweites mache ich die Linienendung, die normalerweise gesetzt wird, wenn wir das nicht zuweisen. Das ist also der sogenannte Default-Wert, das ist Butt. Dann liegt das Linienende direkt auf unserer Hilfslinie drauf. Und das vierte ist, das dritte ist Square. Und dann zeichnet der mit dem Mittelpunkt oder mit dem Linienende als Mittelpunkt zeichnet der ein Quadrat darum herum, das eine Breite und eine Höhe von 10 Pixeln hat. Dieses Quadrat sieht man nicht, weil das nahtlos in die Linie übergeht. Das heißt, er nimmt die Füllfarbe und wir schauen uns das an. So, und dann seht ihr, was der gemacht hat hier. Also haben wir eine runde Endung mit einem Halbkreis um das Linienende auf beiden Seiten. Hier liegt oder wird die Linie direkt abgeschnitten, quadratisch abgeschnitten am Linienpunkt, an den beiden Linienpunkten. Und hier wird dieses Rechteck drum gezeichnet, wobei das Rechteck auf der anderen Seite, das wären im Prinzip zwei Rechtecke vorne und hinten dran gesetzt, die eine Höhe, also in diesem Fall die Höhe von dem halben Linienbreite haben und die Breite von der ganzen Linienbreite. Also ist hier oben 10 Pixel breit und die Höhe, die noch zugesetzt wird, ist 5 Pixel breite, sodass die gesamte Linie von oben nach unten 10 Pixel breiter ist als die zweite Linie. Also die dritte Linie ist 10 Pixel länger als die zweite Linie. Genauso gilt, ist die Linie mit den runden Endungen 10 Pixel länger als die mittlere Linie, aber eben mit einem Halbkreis hinten dran. Gut, so, das macht also LineCap. Ich wollte euch nochmal zeigen, weil das habe ich jetzt auch erst entdeckt. Das, bin auch nicht so ganz so firm in diesen ganzen Sachen drin. Wenn ich dieses Stroke aus dem Pfad herausnehme und hinten dran setze, dann passiert jetzt hoffentlich etwas, was wir nicht haben wollen. Aber manchmal muss man eben Fehler zeigen. So, und jetzt seht ihr hier die runde Endung,
die wird nicht mehr angezeigt. So. Und wenn ich das Stroke außerhalb von dem Pfad, also von oder hinter dem Pfad schließen mache, kann ich zwar noch Farben zuweisen, so, und andere Sachen, aber offensichtlich die Linienendungen nicht mehr. So. Deshalb ist es immer ganz günstig, wenn ihr sozusagen dieses das Zeichnen des Pfades noch innerhalb von diesem Begin Path und Close Path hineinsetzt. Wenn ihr also aufwendigere oder kompliziertere Grafiken gestaltet, in denen Linien eine wichtige Rolle spielen. Gut, das wollte ich euch noch zeigen. So, also Line Width macht die Strichstärke. Mit Line Cap kann ich die Werte Round, Butt und Square zuweisen. Und damit könnt ihr ganz schön eure Zeichnungen, Grafiken manipulieren. Gut, das war's für dieses Mal. Beachtet bitte, dass es sich um die Linienendungen handelt, nicht um die Linienverbindungen. Also wenn zwei Linien aneinander geklebt werden, das sind dann Linienverbindungen, die dort entstehen. Dafür gilt dieses Line Cap nicht. Was wir dort nehmen können, das zeige ich euch in dem nächsten Video. Ich hoffe erstmal, euch hat dieses Video gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.